Hallöchen Leute und willkommen wieder mal zurück zu Kingdom Hearts 2 Final Mix. Und wie ihr sehen könnt, befinde ich mich jetzt wieder im Bilderbuch, also besser gesagt im 100-Morgen-Wald, weil wir eine verlorene Seite bereits gefunden haben und die hat sich jetzt hier eingefügt. Jetzt ist natürlich nur die Frage, weil es noch nicht so komisch nach oben steht wie das hier, ob ich da überhaupt schon hin darf. Aber es sieht trotzdem danach aus. Hey, what's wrong, Sunny? Oh, I was just thinking and wondering. You should be skedaddling out of here. Why? Why? Because it's Wednesday, of course. Wednesday? Oh, well then, happy Wednesday. Now, I think I shall wish everyone a happy Wednesday. No bother. Let's see now. Who is everyone? Out! Wonder if Pooh's here. Oh, help! Help! Somebody save me! Piglet! Sora! Help, please! Hold on, little guy! Ferkels Haus, ganz schön windig, wie man gesehen hat. So, aber erstmal, was haben wir denn hier so alles? Ein Morgengrauen-Teil, okay, das ist wieder was ganz Neues. Und hier? Schwupp. Okay. Ah, ein Schutzengel erhöht Abwehrkraft in den Wert 1, um Hoppen anzuwenden. Das ist quasi das Gegenteil von Kraftbolzen, sehr praktisch. Kann man ja eigentlich gleich mal verwenden. So, hier, Schutzengel. Na dann, benutzen für Sora. Ist ja sonst auch kein anderer da. Ah, Moment, hier haben wir ja noch etwas. Und zwar ein Mithril-Stein, okay. Und ein weiteres Abilitamin. Gleich wieder benutzen. Ich hebe mir die jetzt nicht mehr auf, ich werde die immer sofort benutzen. So, Mithril-Stein. Ein Stein aus Mithril ist ein seltenes Material. Okay. So, wo ist hier? Ist Abilitamin? Nutzen, Sora, bitte sehr. Der kann nie genug AP haben. So, und hier ist der Briefkasten. Auf dem kleinen Briefkasten steht Ferkel. Ja, und das arme Ferkel, das hängt da oben jetzt retten. Oh, na toll, wie komme ich denn... Ach so. So, wieder in Sicherheit. Uff, danke dir, Sora. Oh, da kommt ja Pooh. Pooh, dir fehlt nichts. Oh, hallo, schön euch kennenzulernen. Fröhlichen Winstag. Schön uns kennenzulernen, aber Pooh, ich bin's Ferkel. Erinnerst du dich nicht an mich? Und an mich auch nicht, wir sind Freunde. Wie sind das? Irgendwie kann ich mich nicht erinnern. Ach, Pooh, das ist aber sehr traurig. Wiedersehen, Sora. Wiedersehen, Pooh. Ferkel. Ui, das sieht noch viel Spaß aus, was wer immer du bist. Eine wahrlich missliche Lage, würde ich sagen. Sora, würde es dir etwas ausmachen, den armen Ferkel zurückzuholen? Ah, eine stürmische Rettung. Rette Ferkel, bevor die Zeit abläuft. Wenn Pooh herunterfällt, drücke die Dreiecktaste, um ihn wieder zu packen. Habe dabei ein Auge auf die Uhr. Tipps, drücke X, um anfliegende Objekte wegzuschlagen. Drücke die Dreiecktaste, um Ferkel zu retten. Na, ich werde es probieren. Fertig, 3, 2, 1, los! So, wieder ein... neues Minispiel, wie man sehen kann. Oh,
Jump down, Piglet! I'll catch you! Oh, did a deer! You can do it, Piglet! You just have to be brave! Sora! All right, Sora. Out to dry! Oh, that was rather frightening. I do hope you're all right, Piglet. Oh, Baboo, you remembered my name? You really, truly remembered? Of course, Piglet. But today, I think I shall call you my friend Piglet, who is very brave. Me? Very brave? No, but it's easy to be brave when I have a wonderful friend like you, Pooh Bear. I'm happy for you guys. Oh, and thank you for rescuing my friend Piglet, somebody I don't know. Oh, sure. Don't mention it. Ah, wir sind wieder zurück in Mallets Haus, also das heißt, wir sind vorerst mal wieder mit dem Buch fertig. Müssen die nächste verlorene Seite dann erstmal finden. Na okay, dann würde ich sagen, zurück zur Weltenkarte und auf in die nächste neue Welt. Und das ist nämlich Port Royal, ganz genau. Weil in Atlantica kommen wir jetzt auch nicht wirklich weiter, da haben wir nur bisher an einem Musikstück des Musicals teilgenommen, für alles weitere müssen wir im Spiel vorankommen. Und ihr habt ja auch in die Kommentare geschrieben, man muss Atlantica trotzdem machen, weil man später sonst im Spiel irgendwann nicht mehr wirklich weiterkommen wird. Und deswegen, ich hab's auch nicht anders vorgehabt, werde ich bei Gelegenheit mal wieder dort vorbeischauen. Aber jetzt geht's erstmal nach Port Royal, ohne Wenn und Aber. Also bitte landen. This place is kinda different. Something's up. Organization 13? Only one way to find out. So, da sind wir jetzt. Befestigungsanlage. Und was haben wir gleich mal hier drin? So, die Karte der Umgebung. Alter, das ist so krass. Wir sind echt in Port Royal, der Weltausflucht der Karibik, Leute. Ich meine, gut, wer kennt Fluch der Karibik nicht? Ich denke, das wird eh jeder kennen. Ich habe die Filme ja auch alle gesehen. Gibt ja, glaube ich, jetzt mittlerweile schon 4, ne? Und ja, wie gesagt, als ich davon erfahren habe, dass es diese Welt überhaupt in Kingdom Hearts 2 gibt, habe ich mir schon gedacht, wie passt die denn eigentlich hier rein? Man, gut, ja, Fluch der Karibik ist von Walt Disney, das stimmt schon, aber
die Art, wie das alles hier so in der Aufmachung gestaltet ist, das ist halt nicht so typisch Disney-mäßig. Und Goofy hat sich selber gesagt, diese Welt ist mal was anderes. Und da hat er vollkommen recht. Bin aber sehr gespannt, was diese Welt so zu bieten hat. So, und hier haben wir gleich mal ein Herzteil. Ja, schön umschauen, was haben wir hier drin? Ein Mirteltropfen. Ah, das kam von dort drüben. Okay, also da dürfen wir schon mal nicht hin. Ganz schön dunkel hier. Aztec Treasury? Aye, and thanks to the curse put on it, we are neither among the living nor the dead. Really? 'Cause you look like regular pirates to me. Ah, but in the moonlight. Whoa! Now I get what you were saying. Hmm. Well, if you see two doofuses and a brat holding a keyblade, steer clear. They got a kind of magic that don't belong in this world, see? And nobody knows what it'll do to you. Especially when the moon's showing what you really are. A match for Barbossa, you say? Hey! See there? I knew it. Those are the punks I was telling you about. Who are you calling punks? It's Sora, Donald, and Goofy to you, and don't you forget it! That we won't, and we'll engrave it on your tombstone, to be sure. Whoa, I like your style. Man, half of you stay here and indulge these cullies. The rest, bring me that medallion. Aye! Aw, we only get to stomp on a few of you? Kämpfe gegen die Piraten. It's no use. We can't beat them. Aye, what do you expect? You best be saying your prayers. Hey, watch out! They can see you! Stay away from their magic! What for? Weren't you listening to me before? Hey Pete, thanks for the tip. Siege die Piraten. Die Sache ist noch nicht vorbei. Wenn Carlo hier ist, dann heißt das, dass es Arbeit für uns gibt. Genau. Und der Piratenkapitän sah auch recht gefährlich aus. Oh Mann, ich kann nur hoffen, der wird nicht zu einem Herzlosen. Er ist an Bord dieses Piratenschiffs gegangen. Nun, vielleicht können wir einen kleinen Segeltörn mit einem Piratenschiff machen. Ich mache nur Spaß. Diese Piraten waren unterwegs in Richtung Stadt, oder? Ja, sie erwähnten was von einem Medaillon. So, dann würde ich mal sagen, hinterher. Schauen, ob wir hier irgendwas machen können. Okay, das schwingt hier etwas rum, aber da ist nicht wirklich was. So, sie sind auf dem Weg in die Stadt, also da darf ich schon mal wieder nicht hin. Aber diese coole Musik, also wie wir da jetzt gekämpft haben, das ist das typische Fluch der Karibik-Theme, also das ist einfach nur eine geile Musik. Also ich denke, die Welt wird mir doch irgendwie gefallen, schätze ich mal. Auf jeden Fall sogar. Aber ich lasse mich überraschen. Where are you taking me? Let me go! Elizabeth!
stop! What are they? It's the Atlas! Watch out! We'll deal with them. Go, take cover. Besiege alle Herzlosen. Sehr beachtlich. Meine Fechtkünste sind ja auch nicht zu verachten. Aber mit solchen Gegnern hatte ich es bisher noch nie zu tun. Oh, denkst du wirklich, dass wir so gut sind? Hast du deine Freunde gefunden? Ich war zu langsam, aber ich muss sie retten. Würdet ihr mir helfen? Aber sicher. Ich bin Sora. Und das sind Donald und Goofy. Ich bin William Turner, aber nennt mich Will. Okay, Will, wollen wir? Unbedingt, wir müssen schleunigst zu den Docks. So, und ihr seht ja hier die Waisenform, die wir ganz neu bekommen haben. Die konnte ich euch jetzt endlich mit das erste Mal zeigen, weil in Atlantica hätte das ja gar keinen Sinn gemacht. Ihr seht ja, wir schweben über dem Boden und haben uns diesmal auch mit Donald verbunden und die Kleidung ist eben jetzt blau. Sieht auch sehr schön aus. Ist aber natürlich, wie man gesehen hat, mehr auf Magie ausgelegt, nicht auf physische Angriffe. Und braucht scheinbar auch die komplette Drive-Leiste mal auf, also die, die ich im Moment habe. So, kann ich das hier bekommen? Jo, ein Zwiespaltteil. Ah, das kann man kaputt machen, okay. So, gleich den nächsten Deppen. Was? Zack, zack, bababum, bum, bam. Oh, 100 Punkte geben die immer, das ist schön. Oh, schade, coole Musik ist schon wieder vorbei. Ja, also die ist richtig geil, die Musik. Aber mal da hinten, hier geht's ja auch irgendwo lang. Achso, das ist der Hafen. Ja, hat er nicht eh gesagt zu den Docks? Ich will mal schauen, ob es hier drin nicht wieder noch andere Sachen zu finden gibt. Was? Irgendwelche Truhen oder sowas. Ja, eh gleich hier. Mit einem Mithrilstein. Und hier haben wir ja gleich noch eine Truhe. Mit einem Finstertropfen. Okay, ich glaube, sowas hatte ich auch noch nicht. Finstersplitter, aber Finstertropfen glaube ich nicht. So, und den nächsten herzlosen World of Small. Und Lunatropfen. Ach, die schöne Musik hört immer so schnell wieder auf. Das ist voll schade. Die ist nämlich cool. So, was haben wir hier? Ein weiteres Ability-Termin. Okay, Items. So, Moment mal, was? Wer hat ein neues Ability gelernt? Ich glaube, ah ja, Goofy. Was haben wir gelernt? Was steht da? Ach so, die Goofy-Trombe. Lässt Goofy durch die Luft wirbeln, die Gegner an sich heranziehen und sie angreifen. Okay, das konnte er, glaube ich, in Teil 1 ja auch schon. Kommt mir jedenfalls bekannt vor. Das ist jetzt blöd. Ich könnte ihm rein theoretisch einen Ability-Termin geben, damit er das dann benutzen kann, aber Sora ist mir immer noch viel wichtiger und deswegen tut mir leid, ich habe mich wirklich entschlossen, sämtliche Ability-Termins, die ich finde, immer nur Sora zu geben, weil er ist immerhin der Hauptprotagonist dieses Spiels und somit auch am wichtigsten und er kann ja auch das meiste lernen. So, okay. Gut, Abilities Sora, der hat jetzt, ja, seht ihr, der hat ja jetzt einiges wieder frei. Was haben wir denn hier jetzt? Die Ausweichkonter. Könnte ich ihm geben? Oder was haben wir hier noch? Auto rufen? Ah ja, das Trio-Limit habt ihr ja gesagt. Das ist ganz geil. Mit dem Kommando Limit kannst du mit Hilfe seiner Gefährten das mächtige Triogramm auslösen. Verbraucht so aus kompletten MP-Vorrat. Weil sonst hier unten ein Erfahrungsboost ist immer so eine Sache. Ja? Verdoppelt erhaltene Erfahrungspunkte, wenn dir weniger als die Hälfte deiner HP beim Sieg über einen Gegner verbleiben. Das heißt, das ist mehr mit so Risiko. Ich glaube, das mache ich mal lieber nicht. Ich werde wirklich dieses Trio-Limit machen.
Ja, so, Triolimit ist jetzt eingeschaltet. Bin gespannt, wie das dann funktionieren wird. So, Tagebuch ganz kurz. Da gibt es jetzt einiges zu finden hier, ne? Charaktere. Boah, Alter, wer sind hier alles neu? Hier, Will Turner. Also ich muss dazugeben, ich habe jetzt die Filme zwar gesehen vom Fluch der Karibik, aber ist schon lange her und ich bin jetzt auch nicht so ein Riesenfan davon, dass ich die jetzt alle irgendwie auseinanderhalten kann. Also da kenne ich mich jetzt gar nicht mal mehr so gut aus, muss ich schon dazu sagen. So, jetzt haben wir hier Will Turner. Fluch der Karibik, boah, 2003, das ist ja auch schon über 10 Jahre wieder her. Ein sehr talentierter Schwertschmied. Als Junge wurde der schiffbrüchige Will gerettet, nachdem Piraten sein Schiff in Brand gesetzt hatten und er über Bord ging. Zeitgleich mit seiner Rettung war das Piratenmedaillon, das ihm sein Vater geschenkt hatte, verschwunden. Die junge Elizabeth Swan war an Bord des Schiffs, das Will gerettet hat, und seitdem sind die beiden Freunde. Da aber Elizabeths Vater der Gouverneur von Port Royal ist, benimmt sich Will in ihrer Nähe etwas schüchtern und förmlich. Ah, okay. So, dann haben wir hier Elizabeth Swan. Auch aus Fluch der Karibik, also im ersten Film, Tochter des Gouverneurs von Port Royal. Um Will zu beschützen, versteckte sie seinen Piratenmillionär für ihren Vater und seinen Mannen. Von romantischen Vorstellungen vom Piratenleben verführt, wagt sie hin und wieder einen kleinen Blick auf das Medaillon. Will verhält sich aufgrund der Stellung von Elizabeths Vater in ihrer Gegenwart schüchtern und förmlich, ihr wäre es anders lieber. Ne, das kann ich mir vorstellen, gell? So, dann haben wir hier Captain Barbossa. Barbossa, nicht Barbarossa? Nee, Barbossa heißt der Typ. Der Kapitän der Black Pearl und Anführer der verfluchten Piraten. Der Fluch des Medaillons hält Captain Barbossa und seine Mannen in einem Schwebezustand zwischen tot und lebendig. Ihre wahre Gestalt zeigt sich nur im Mondlicht und der Anblick ist furchterregend. Oh ja, das haben wir ja gesehen, die sind ganz schön hässlich. Captain Barbossa hat sich mit Carlos zusammengetan, um etwas Bestimmtes zu suchen. Ja, offensichtlich sein Verstand. So, dann haben wir hier, verwunschener Pirat A. Toll, der kann sich nicht mal einen eigenen Namen leisten. Ein Pirat, der vom Aztekenschatz verflucht wurde, im Mondlicht ist sein Anblick furchterregend. Naja, das ist er so irgendwie auch. Genauso wie verwunschener Pirat B. Im Mondlicht wird er zum Skelett, der im Zauberangriff ausgesprochen Schaden. Und, verwunschener Pirat C. Er und Captain Barbossa suchen etwas, das diesen Fluch beenden kann. Naja, fragt sich, ob ihr das so finden könnt. So, Carlo nochmal. Bla 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 bla. Jetzt hat sich Carlo mit Kapitän Barbossa und seinen rauen Männern zusammengetan. Er führt Böses im Schilde. So viel steht fest. Das macht er doch immer. Er ist doch immer ein fieser Typi. Ja, Sora. Als er in Port Royal ankam, konnte er seine Verwunderung über die Andersartigkeit dieses Worts kaum verbergen. Naja, logisch. So eine Welt haben wir ja wirklich noch nie gesehen. Dasselbe gilt jetzt auch für Donald Goofy. Okay. So, Geschichte. Ja, wir verfolgen sie und bla bla bla. Sehen an und so weiter. Ist okay. Schätze. Hier gibt es ja ganz schön viele Schatztruhen, wow. Ziemlich viele. So, Puzzleteile, ne, gibt es gar nicht so viele, es geht. Karten. Okay. So, Charaktere nochmal. 100 Morgenwald. Also, Winnie Pooh, Elf. Ah ja, der hieß Gopher, der Maulwurf. Ich glaubte, mir wäre der Name von dem Maulwurf nochmal eingefallen. Gopher. Gopher ist ein echter Ausgrabungsspezialist, das heißt, er buddelt gerne Löcher, wenn man ihn sucht, muss man einfach nur auf frischen Erdhügeln Ausschau halten. Mir wäre ehrlich gesagt wirklich nie der Name von dem eingefallen. Ich kenne zwar die anderen alle, aber auf den Namen wäre ich jetzt echt nicht gekommen. Und vor allem, der hatte so einen witzigen Sprachfehler, dieses komische Pfeifen, wenn der irgendwie was sagt. Keine Ahnung, wie man sowas sprechen kann, also als Synchronsprecher, so hier Böllerbolzen. Er schießt seine Geschosse aus großer Entfernung ab. Es empfiehlt sich also, den Böllerbolzen sofort Einhalt zu gebieten. Vermeide es beim Angriff, dich im potenziellen Beschusszone aufzuhalten. Er versucht zu fliehen, wenn du dich ihm näherst. Lass dich nicht abhängen. Na, das habe ich auch gar nicht vor. So, Puzzle-Modus, Puzzle-Motive. Da werden wir so wieder so viele hier Herz. Also ich sehe schon, das ist schon etwas, naja, kompletter mehr oder weniger. Ich weiß nicht, das da oben passt immer noch nicht so richtig. Das ist noch so... Das hier... Das müssen wir ja auch erstmal drehen. So, das sind jetzt auch wieder die... Ah, hier. Moment mal. Ist das vielleicht irgendwo da drüben hin? Dass man sagt, dass das hier nach links muss. Donald auch... Hier hin? So, ich meine, das kann auch nicht wirklich funktionieren. Solange ich nicht alle Teile habe, brauche ich da nicht wirklich Rätsel raten, wer, wie, was, wann, wo, ne? Warte mal, also hier sitzt auf jeden Fall Sora. So, ah, ja, das ergibt jetzt Sinn, aber es fehlen ja leider noch 4 Teile. So, Zwiespalt? Aha, okay, gut, das ist, da kann man ja schon das erkennen und auch wieder Sora so ein bisschen. Moment, eher so.
Er gehört sicher so in die Mitte und die Arme ja so links und rechts. Das heißt, der Arm gehört so. Und das andere ist im Moment noch eher so... Eher noch so unbekannt. Morgengrauen ist komplett neu. Ach du Scheiße, wie viele Teile sind das denn? Holy moly, ich glaube, das ist das Bild mit den allermeisten Teilen. Naja, da kann man noch nicht so viel erkennen. Einen Arm und rosa Haare von dem einen Organisationsmitglied, was wir schon besiegt haben. Aufgaben. Was soll ich denn da noch machen? Achso, hier. 100 Morgenwalde, eine stürmische Rettung noch einmal versuchen. Warum denn? Warum soll ich denn das nochmal machen? Ach, ist ja also auch egal, Leute. Ich würde nämlich gerne mal den Part beenden. Aber wo darf ich denn jetzt hier speichern? Gibt es hier irgendwo einen Speicherpunkt oder sowas? Nee, erstmal nur herzlos. So, und hier steht dann Limit. Ah ja, Triogramm. Okay, da kann ich das dann auswählen. Na, muss man merken. Und vielleicht kann ich das dann auch irgendwann mal benutzen. So, Befestigungsanlage. Von da kamen wir doch erst am Anfang. So, Befestigungsanlage. Na genau. Müsste ich doch jetzt... Moment mal, hier habe ich sogar eine Truhe vergessen. Mit einem Finstersplitter. Genau, hier darf ich speichern. Ne, Leute, also ich würde jetzt gerne mal Schluss machen. Ich weiß, es ist vielleicht eine etwas blöde Angewohnheit von mir, dass ich ständig versuche, hier das Tagebuch vorzulesen. Aber ich finde, das gehört einfach zum Spiel ein bisschen dazu. Aber ihr könnt ja auch gerne schreiben, ob ihr das jetzt nicht so gerne habt. Dann lasse ich es halt. Aber ansonsten würde ich es halt doch gerne mal machen. Weil erstens möchte ich mich informieren, wer sind die ganzen Charaktere? Was haben die so zu tun, zu sagen? Was haben die schon alles erlebt und so weiter hin und her? Ich finde das ja schön, dass es sowas überhaupt in dem Spiel gibt. Und deswegen danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal bei Kingdom Hearts 2 Final Mix in Port Royal. Ciao, Leute. Ach ja, und ihr könnt natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr eventuell ein etwas größerer Fan von der Fluch der Karibik-Reihe seid oder nicht. Würde mich mal interessieren. Ab damit in die Kommentare. Und jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal.